Hi, in diesem Video möchte ich über dieses Schraubendreher-Set reden, das halt ein Set mit relativ kleinem Schraubendreher bzw. Bits. Hier sieht man auch, was alles drin ist. Und das Ding heißt wohl JXLSD01XH. Naja, ansonsten hier noch ein bisschen Chinesisches drauf, keine Ahnung. Und ja, ich habe mir dieses Set halt geholt, weil ich das so von Bildern natürlich erst einmal relativ ansprechend fand. Nee, aber Spaß beiseite. Ich finde halt dieses Set schon sehr interessant, weil halt hier sehr viele Bits drin sind. Und klar, man hat ja auch so ein Set, so ein Feinmechaniker-Schraubendreher-Set oder wie das heißt. Aber wie man halt hier schon sieht, von der Größe her ist das natürlich noch ein bisschen fast schon kleiner. Dafür dürften hier nicht so viele Teile drin sein. Hier gerade ist keine Angabe, wie viel hier drin ist, aber das schauen wir gleich mal nach. Dann sieht man natürlich, dass das Set ja auch nicht mehr so komplett vollständig ist. Da fehlt schon die Hälfte. Und deswegen war es da halt mal Zeit, wieder quasi für Ersatz zu sorgen. Und ja, die Qualität hier ist auch mittelmäßig. Mit dem hier habe ich schon ein bisschen was gearbeitet und bin bisher wirklich, muss ich sagen, positiv doch angetan. Ja, und keine Ahnung, ob Wieher oder so jetzt eine gute Marke ist, kann ich so nicht sagen. Habe ich noch nicht so viel mit zu tun gehabt, bis ich auf dieses Set hier halt gestoßen bin. Warning, disconnect power before using. Ja, weil hier wahrscheinlich alles aus Aluminium ist. Man sieht auch, hier ist eine richtig schöne Aluminium-Verpackung im Endeffekt. Ja, nur die Frage ist, wie kriegt man das Ding jetzt hier auf? Und hier gibt es halt einen schönen Trick. Da muss man nicht hier unten drücken, sondern hier oben. Und dann kommt das so ein bisschen raus. Ist quasi, hat sich enthakt irgendwo. Weil hier unten ist dann halt so ein Schließmechanismus-System. Und dann kommt quasi der Hauptteil raus. Tada! Das ist dann halt hier im Endeffekt der Schraubendreher. Ist auch schön. Hier hinten ist dann halt ein Stück Plastik, was man sich in die Hand nehmen kann zum Drücken. Und dann kann man halt drehen. Und dadurch, dass sich hier das Plastik hinten dreht, schraubt sich quasi nichts in die Hand. Das ist schon mal recht schön. Und da hier auch dann halt paar abgeflachte Kanten sind, kann man dann auch hier schön so mit den Fingern und so alles umgreifen und hat dann halt relativ gut Grip auf dem Ding und kann dann halt schön schrauben, beziehungsweise auch so. Und so hätte man dann auch das Ding schön umfasst. Und hier hinten liegt es dann halt auch in der Hand und kann man dann auch schön drehen. Tut nichts weh und so kann man wunderbar schrauben. Und dann kann man sich ja auch schön, die Dinger sind auch per Magnet gehalten, so dass sie nicht direkt jedes Mal rausfallen. Dann kann man sich halt irgendwas rausnehmen, hier reintun. Hier ist auch ein Magnet drin, der das halt alles schön hält. Und dann kann man schön schrauben. Und hier haben die auch sogar VIA draufgeschrieben und dann noch SL40. Ja, müssen wohl von ihrem Produkt überzeugt sein, dass überall der Name draufkommt. Na, zumindest auf die Bits. Ja, und dann kann man halt schön schrauben. Und das hat bei den Sachen, die ich damit bisher gemacht habe, ganz gut geklappt. Ist dann natürlich eher auch für kleinere Sachen. Ich hatte da ja auch schon mal ein Video gemacht, auch von dem Hersteller mit so einem elektrischen Schraubendreher. Der macht prinzipiell auch eine relativ gute Qualität. Ist natürlich aufgrund der Größe ein bisschen schwach, aber allzu stark muss er auch nicht sein, weil er für filigrane, feine Arbeiten. Nur finde ich sowas halt doch schöner, weil hier keine Akkus drin sind, die irgendwann kaputt gehen können oder halt alt werden oder, ne, wo man dann halt alles wegschmeißen muss, weil man den nicht tauschen kann. Ja, die Bits, das ist halt ja auch wieder so eine kleine Größe. Ist auch das erste Mal gewesen, wo ich dann halt mit diesen kleinen Bits in Kontakt getreten bin durch dieses Set. Weil ich kenne da auch nur diese normale Größe, habe da auch hier das eine oder andere Set, wo die schon komplett, ja, mit diversen Bits halt sind. Deswegen, ja, müssen wir halt auch gucken, ob es da separate Bits mit den kleinen gibt. Weiß ich gar nicht, aber ich schätze schon.
Und die finde ich auch ganz gut, weil auch schon mitgearbeitet, alle leben noch und machen jetzt auch nicht den Eindruck, dass die schnell kaputt gehen würden. Klar, auch hier kann man dann das nur nach einer gewissen Zeit sagen, wenn man damit halt richtig gearbeitet hat und auch einige Male, wie gut die wirklich sind. Aber soweit der erste Eindruck, der ist schon wirklich sehr gut. Und der ist sogar so gut, dass ich auch von diesem Set, muss ich ehrlich sagen, noch ein zweites geholt habe. Weil selbst wenn man ein Set bekommt, was auch so aussieht, kann man halt nicht sagen, ob die Qualität halt stimmt. Es gibt halt hier so viele Faktoren. Ein Faktor kann halt sein, was für ein Material wurde verwendet. Der andere Faktor kann sein, wie wurde gehärtet. Wurde nicht genug gehärtet, dann wird hier alles krumm und schief. Ist das Ding zu sehr gehärtet, dann wird es vielleicht springen bzw. platzen. Und ja, deswegen, das muss halt alles stimmen. Und wie gesagt, hier mit dem Set bisher bin ich sehr zufrieden. Das Werkzeug war sich nicht am Verformen, ist auch nicht irgendwie zerbröselt. Und auch von Spuren oder so sieht man da auch nicht wirklich etwas. Klar gut, bisschen irgendwo, glaube ich, sieht man dann halt ganz leichte Katscher drin, was ja auch ein bisschen normal ist, aber auch nicht wirklich übermäßig. Man muss da echt schon ziemlich genau gucken und ich glaube, wenn ich das in die Kamera halte, dann ja, wird man das vielleicht auch gar nicht sehen, aber ich hoffe schon, weil der Vorteil vom 4K-Video ist ja, dass man doch verdammt viel sieht und ich hoffe mal, dass dann vielleicht im Licht sich das dann doch ein bisschen spiegelt, die blanken Stellen, aber das sind dann halt auch wirklich eher blanke Stellen, die dann halt dementsprechend reflektieren und ja, ist halt noch voll funktionsfähig und minimale Gebrauchsspuren soweit, von daher voll normal, voll im Rahmen, sehr zufrieden mit und deswegen auch, wie gesagt, das zweite Set halt mal geholt, was es da auch ein bisschen günstiger gab, direkt die Gelegenheit halt genutzt. Weil wäre halt schon schade, wenn man dann so ein Set missen muss, weil vielleicht doch irgendwann mal was kaputt geht oder man was verliert und zur Not. Ja, wäre es auch ein super Geschenk, würde ich mal sagen. Deshalb, es gefällt mir halt richtig gut. Und ich versuche das natürlich auch hier in dieser Pappschachtel aufzubewahren, um natürlich auch ein bisschen das noch zu pflegen. Kann dann natürlich sein, dass nach den ersten Arbeiten, wenn man das Ding auch vielleicht irgendwie ein bisschen unsanfter behandelt und die ersten Riefen hier drin sind, wo man dann sagt, ja gut, ist eh egal, wo dann die Hülle halt wegkommt. Aber so sieht man halt noch, was drin ist und was das halt ist. Von daher richtig gut. Das Einzige, was man hier vielleicht bemängeln könnte, wäre, dass es halt schön wäre, wenn hier irgendwie etwas eingraviert wäre, was da einem mitteilt, dass man hier drauf drücken kann, soll, im Endeffekt muss, damit das Ding dann halt rauskommt. So, ansonsten hält alles ganz gut, hat man alles beisammen, recht schön klein und ja, im Vergleich zu dem hier ist das, glaube ich, dann doch sehr viel schöner. Vor allen Dingen hier bei den Dingern, die sind dann doch so klein, dass man die schlecht greifen kann, auch wenn die jetzt geriffelt sind, denke ich, dass bei diesem Set man eher Probleme hat, die Kraft aufzuwenden, als bei dem hier. Weil das hier liegt auch, obwohl es so klein ist, relativ gut in der Hand. Und wenn das hier dann doch nicht ausreichen sollte, muss man dann halt auf größere Sets, auf ein größeres Set bzw. größere Bits übergehen. Weil wenn man dann halt hier so eine absolut kleine Schraube hat, hier zum Beispiel hier dieses Torx-Ding, dann sollte das auch nicht allzu viel Kraft benötigen. Gut, ja, wie gesagt, die Zukunft wird dann halt zeigen, wie robust das alles wirklich ist, aber eigentlich jedes Werkzeug hat halt Verschleiß, auch deswegen das zweite Set geholt, von daher muss man halt nur gucken, wie übermäßig der im Endeffekt ist, also in welchem Rahmen er sich natürlich bewegt. Und dann kann man halt wirklich sagen, top oder nicht so ganz. Aber wie gesagt, der erste Eindruck, der war schon echt super. Gut, so viel dazu. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.